Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Episode Hogwarts Legacy. Wir sind nur immer bei der Quest, den Rahmen vom Ferdinand zu finden. Ich bin jetzt da nur eine Zeit lang umhergelaufen, keine Ahnung. Das ist wohl eh, ich glaube, da war ich doch eh schon unten. Jedenfalls, das war irgend so ein Tunnel, wo ich gefühlt eigentlich schon reingegangen bin. Aber irgendwie, keine Ahnung. Ist ja wurscht, ich habe den Weg gefunden. Und ich schließe das jetzt auf mit Alohomora Stufe 2. Nimm mir auf. Ja. Bleh. Hallo? Von mir übrig ist. Sei froh, dass ich überhaupt gekommen bin, du Würstel. Ganz ruhig, ich bin ja da. Ruhig? Diese Tunichtgute da draußen sprachen davon, mich zu verbrennen. Wenn sie mehr als eine Gehirnzelle hätten, wäre ihnen klar, dass ich unversehrt und in den drei Besen mehr wert bin. Warum das? Ich bekomme so viel mit. Ich bin eine wahre Schatzkammer an Informationen. Jetzt stehen Sie da nicht einfach herum. Ich muss zum Abendschnaps zurück sein. Ohne mich ist in der Bude nichts los. Die Rückkehr zu den drei Besen ist nicht die einzige Möglichkeit. Was, wenn ich Sie nicht zu den drei Besen zurückbringen will? Was in aller Welt meinen Sie? Was ist mit dem Eberkopf? Was, wenn ich sie in den Eberkopf bringen würde? Er hat einen guten Ruf. Wie überaus amüsant. So dann, in die drei Besen bitte. Man vermisst mich sicher schon sehnlichst. Und tragen Sie mich gefälligst vorsichtig, ja? Meine Hosen sind schon ganz zerknittert. Hab jetzt die Option? Wo haben Sie mich hingebracht? Es ist stockduster hier. Das werde ich nicht dulden. Ey, komm, ich würde sagen, wenn wir schon da sind, dann schauen wir mal zu dem Dörfel darüber, oder? Also, ich werde ihm ganz sicher in den Eberkopf bringen. Ach, schau, ich habe wirklich da Besen oder in den Eberkopf. Ich habe wirklich jetzt beide Optionen, geil. Eberkopf, oder Leute, was sagt ihr? Da haben wir das Sprungding gemacht. Hey, da waren wir schon, aber ich bin nicht in das Dörfel da gegangen. Morrenweem, ein wahres Juwel des Hochlands. Willkommen. Katze. Okay, dann gucken wir mal. Also, da gibt es sogar eine Quest für uns. Und eine Truhe. Katze! Es sind jetzt immer so viele Katzen in die Dörfeln, wo wir da unterwegs sind. Ein Händler, ich grüße Sie. Kann ich bei Ihnen auch was mitnehmen? Mega Power Trank. Schauen wir mal. Guten Tag, Sir. Hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Nein, verkaufen. Ich habe alle Zeit der Welt für eine potenzielle Kundin. Wie geht es Ihnen, Cromwell, Clifford Cromwell? Ware. Was verkaufen Sie? Ah, was kann ich für Sie tun? Ein Malvenkräutchen. Ich hoffe, das unterstützt Sie bei Ihren zukünftigen kräuterkundlichen Unternehmungen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich
danke Ihnen, Clifford. Kommen Sie gerne wieder. Ich freue mich immer, wenn ich euch jungen Leuten helfen kann. Okay, passt, ne? Danke dir. Tschüssi. Revelio. Hä? Achso, da war der Powertrank drinnen. Ist immer noch oben? Guten Tag. Mittelgroße verzierter Tisch. Brief von Tarek an Ada. 1 von 2. Meine teuerste Ada. Ich verzehre mich. Ich verzehre mich nach dir, meine Liebe. Jeder Tag, den wir getrennt verbringen, nagt unerbittlich an meiner Seele. Wir müssen einen Weg finden, uns so bald wie möglich zu treffen. Wenn wir zueinander apparieren würden, wo könnten wir uns treffen? Ich weiß, dass ich im Haus deiner Familie in Maron Wayne nicht willkommen bin. Ich habe in letzter Zeit viel mit den Menschen in Crockcroft über die gesteigerten Aktivitäten der Kobolde hier in der Nähe der Küste gesprochen. Sie sagen, Renrocks Anhänger könnten nach den Überresten der Arbeit eines legendären Zauberers suchen, der vor langer Zeit hier gelebt hat. Er soll wie ich ein Mann aus dem Osten gewesen sein. Das hat mein Interesse geweckt. Offenbar verfolgte er geheime Projekte auf dem ganz in der Nähe liegenden Berg. Hört sich das nicht nach dem perfekten Treffpunkt für uns beide an? Ich habe eine Idee. Kannst du am Donnerstagabend, wenn die Dämmerung einsetzt, zur Westseite des Berges apparieren? Ziele auf eines der Gewölbe, in denen die Einheimischen ihre Wertsachen sichern. Dort sollten wir vor neugierigen Blicken sicher sein. Es kommt mir wie gestern vor, als wir unseren Abschluss in Hogwarts gemacht haben. 2 Jugendliche mit Sternen in den Augen und Liebe im Herzen. Versprich mir, dass wir diese Sterne in unseren Augen wiederfinden und die Liebe in unseren Herzen für immer bewahren. In ewiger Liebe, Tarek. Revelio. Oh nein, das ist der zweite Brief. Teil 2. Teil 2, meine Lieben. Meine teuerste Ada. Zuerst muss ich wissen, geht es dir gut? Was für eine Katastrophe unser letztes Rendezvous doch war. Ich bin untröstlich über alles, was... Oh, was geschehen? Was ist passiert? Ich will's wissen. Es war herrlich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Aber diese verabscheuungswürdigen Kobold-Anhänger haben doch sehr schnell unsere Anwesenheit bemerkt und begonnen, uns zu verfolgen. Sie scheinen im Besitz irgendeiner schwarzen Magie zu sein, die ich nicht verstehe. Ich bin erleichtert, dass du so schnell disapparieren konntest. Disappieren, verschwinden. Ich bleib und habe so viele erledigt, wie ich konnte, aber musste ebenfalls bald das Weite suchen. Warum haben die Kobolde dieses Gebiet wohl unter ihre Kontrolle gebracht? Wonach suchen sie? Ich weiß nur eines. Bald wird hier niemand mehr sicher sein. Meine Liebe, wir haben kurz davon gesprochen, fortzugehen. Hast du weiter darüber nachdenken können? Mir scheint der richtige Zeitpunkt für einen solchen drastischen Schritt könnte näher rücken. Wir müssen an einen anderen Ort gehen, um von vorne zu beginnen. Ich habe von kleinen magischen Gemeinschaften in Norwegen gehört. Auch in Spanien soll es welche geben. Es kümmert mich nicht, wo wir sind, solange ich bei dir sein kann. Schick mir deine Antwort mit der schnellsten Eule, die du finden kannst. Ich muss sicher sein, dass es dir gut geht und wissen, ob du bereit und willens bist, dich mit mir davon zu machen. In ewiger Liebe, Tarek. Revelio. Oh nein, da liegt nur ein Brief. Tagebucheintrag einer jungen Frau. Aha, sie ziehen weg. Du wirst für immer einen Platz in meinem Herzen haben? Es erwartet ein Kind von Tarek. Ich werde warten, bis wir sicher sind. Okay, ich wage noch nicht, es zu glauben. Ich werde bald schon selbst einen Sohn oder eine Tochter haben. Mein Kind wird nach Hogwarts gehen und unsere kleine Familie vervollständigen. Okay, Ma, du wirst für immer... Aha. Kommenden Montag stehlen wir uns davon. Okay, Basti, geh nach Norwegen und leben glücklich bis ans Ende. Rebellion.
Doch, der ist tot. Keine Sorge, Leute, der schläft. Der schläft noch. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Es wirkt nur so. Komm, das ist schon irgendwie unheimlich. Oh. Revelio. Revelio. Das wäre Kirche. Oh, eine Riesentruhe. Oh, unter der Brücke versteckt, oder was? Canfringo! Revelio. Ha, Stufe 1. Eigentlich wäre es cool, wenn man jetzt eh schon Stufe 3 freigeschalten hat, dass man Stufe 1 Schlösser einfach so aufmachen kann. Oder? Revelio. Werkzeugregal. Ey, hallo! Was wollt ihr von mir verbergen? Na, nicht Turbo! Hey, wo ist das? War da nur zweiter Stock? Na. Na, egal. Öffne diese Truhe. Revelio. Okay, da drüben war mal. Jetzt ist Madonna rein. Ah, nein, mein Fuß juckt. Was ist jetzt los? Achso, der hat gegähnt. Hallo, Homura. Boah, so viel Kürbis immer. Aber. Schachbrett. Au. Okay, gut. Waren wir da jetzt überall? Jeder, der unverzeihliche Fluch ausspricht, sollte direkt nach Abspann. Okay. Gott. Dann holen wir uns doch mal die Quest. Die Statue nahe Eier. Hallo, Lady. Verzeihung, haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Echt? Ich bin Marion Moffat. Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Nein, bitte nicht. Ich weiß. Achso. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr?
Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Derrycall namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheinen sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber bei ihnen wäre sie wohl sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Derrycalls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Ich halte nach einem großen weißen Derrycall Ausschau. Oh, danke. Ich gebe ihr nicht den Vogel. Diese atemberaubenden... Und noch etwas. Nein, noch etwas. Na egal, wird nicht wichtig. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ah, oh nee. Das Herz ist so... Ach, das Herz ist... Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Das Herz ist schon so doof an. Dass sie da weglaufen mag und so. Geht's ja dem Richtigen hinterher, oder? Das ist der Derrycall-Bau. Aber Miss Muffet sagte, Gwenyra taucht nur nachts auf. Ja, ist schon gut. Revelio! Okay. Wir warten. Das muss der Derrycall-Bau sein, den Miss Muffet erwähnt hat. Da ist er. Also, wo ist Gwenyra? Da. Da! Lass das sein. Bitte. Bitte! Scheiß Vogel, ey. Stell dich nicht so an. Boah, das ist echt schnell, ich schwör. Ich hab sie. Das muss ich Miss Muffet sagen. Muffet! Soll ihr den Vogel geben? Na, oder? Sie tut den nur ausbeuten. Mit den Federn. Ey. Da wird mir auf der Karte nur eine Sammlerkiste angezeigt. Da drinnen waren wir doch noch gar nicht. Ah ja, magische Diagramme. Cool. Oh, hallo. Miss Muffet, ich habe Gwenyra gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Ja. Sie war schwer aufzuspüren. Aber letztendlich habe ich es geschafft. Oh ja, ich weiß. Nun, kann ich sie jetzt haben? Ich behalte sie. Ich glaube, bei mir ist sie sicherer. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Oh, was für eine Frechheit. Egal. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Such doch was Neues zum Basteln, Mann. Federdiebstahl. Ich hoffe, sie hacken ihnen die Augen aus. Cool. Okay. Ah ja, okay. Wir müssen doch hoch. Ja gut, jetzt kennt man...
Achso, da waren wir ja noch gar nicht, gell? Wollen wir da die Prüfungen machen? Weil die Prüfungen, was da sind ja auch viel mit dem Lumos. Mit dem Lumos-Zauber. Wo wir ja jetzt herausgefunden haben, wie das geht, ne? Karte. Revelio. Lumos. Ja, wo ist der Stecken? Ach, der Stecken. Der... Der Felsen. Hey, wo ist der dritte Felsen? Ah, da unten. Bah! Wo sind jetzt meine Fliegen? Lumos. Hallo, Rind. Zack! Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Niemals! So, Karte. Wer hier wohl gelebt hat. Komm, trink doch. Komm her, du Kropfmilbe. Ja. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Komm, Gringo! Ich mag die nicht. Komm, Gringo! Hab ich alle? Okay, ich sehe schon, das sind die Kugeln, müssen wir da. Ja, gut. Okay, ja, wie, da waren wir noch überhaupt nicht bei dem Dingsbums. Ha.
Akio. Nein, ja, doch, Akio, ja, ja. Ist da rein, Nummer 1. Velio. Akio. Guardium Leviosa. Akio. Nee. Warum sind es nur 3? Mann. Revelio. Ah, okay, es hat passt anscheinend. Rein da. Geschafft. Oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die... Hey, war da nicht der dritte? Ah, da oben. Die machen wir an, dann haben wir da alle. Ja, genau, das ist die zweite mit den Blumen. Ah, Fliegen. Oder Schmetterlinge, was auch immer. Rebellion. 1, 2, 3. Lumos. Oh, 1. Aha, wo sind die Schmetterlinge? Da oben. Okay, ich benutze die Leiter. Wo war der Stordo? Revelio. Lumos. Also, erkennst du das schon, also. Lumos. Cool, 7 von 20 Prüfungen? Das sind noch immer so viele. Okay, cool. Dann haben wir dies erledigt. Patten uns daher. Dann gehen wir da außen um die Spedissen. Okay, wir haben noch Zeit. Boah, das schaut ziemlich geil aus da vorne. Da sind sie mit dem Bohrer durch, gell? Schaut zumindest so aus. Ah, nee. Ich hab schon gesehen, was da wieder ist. Na. Katringo. Ja.
Bäume und die machen mir voll Schiss. Also ich kann halt wirklich nicht reden. Nein, die machen mir voll Schiss. Okay, ist da unten dran, da? Wo ist ganz schön finster da? Revelio! Da! Ah, 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 wuhu! Depulso! Es war nicht allzu schwer. Es war sogar so überhaupt gar nicht schwer. Revelio. Okay. Dann... gehen wir doch rüber. Beziehungsweise fliegen. Wow, das schaut geil aus. Mit den grünen Lichtern und so. Wow. Ich vergeude meine Zeit mit der Wache hier. Cool. Okay. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Finde den Eingang zur Mine, so lautet unsere Quest. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Ah. Mach mal vorher die Kleinen. Scheiß drauf. Na. Ah, shit. Fall an mir ab. Oh, mich das etwa treffen? Komm her! Ist er tot? Ja. Boah! Endlich auf! Nein, warum mit dem Kopf? Nein, da bin ich mir enttäuscht. Noch einmal. Das könnte ich ewig tun. Erbärmlich, wirklich. Okay, konzentrier dich jetzt. Nennst du Zauber?
du nicht davon. Bombarda! Haben wir dann da nur den Troll? Vor allem gepanzerter Troll. Das hört sich ja. Ist da jemand? Nein! Hallo? Hallo? Eindringling! Hat er uns gesehen? Ich hab nur Befehle. Hat der jetzt gerade den Gong geschlagen? Oder war das einfach nur die Musik? Ey, komm bitte, da muss es jetzt aber. Da muss was sein da oben. Rebellion. Hey, du! Boah, jetzt hat es meinen Bauch gekribbelt. Oh mein Gott. Ich werde deinen Tod rächen. Rebellion. Die Schülerin da. Ja! Rebellio. Zerstörung. Nein. Okay, komm, den Troll. Oh, da oben? Ja, erst den Troll. Hey, du da! Und gleich nochmal. Ey, waren da nicht irgendwo Explosivfässer? Ja, Mann. Sehr gut. Okay. Dann machen wir das dann nur auf. Boah, Stufe 3. Hallo, Homura. Zack! Gut, und ich schätze mal, hier ist der Eingang zur Mine. Rebellion. Diese Mine könnte ein Geheimnis verbergen. Renrock und seine Anhänger. Glaube ich nicht. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drinnen sein. Ja, stimmt, da wollten uns ja treffen, gell? Ja gut, aber Leute, ich glaube, dann ist sie jetzt eigentlich. Ja.
guter Zeitpunkt für eine Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ciao.